Das war ja nicht so, boah, jetzt muss ich die ganze Scheiße nochmal machen. Na gut, wir wissen ja zumindest wie. Das heißt, wir können mal ganz schnell hinlaufen und dann... Können wir das Ding nicht anzünden, einfach während es da liegt? Das müsste doch gehen, oder? Und vor allem, ich habe mir so viel Sorgen gemacht wegen der ganzen Fallen, die da irgendwie... Wenn ich so Let's Plays aufnehmen würde, dass ich alle 10 Minuten erstmal... Oh, oh ja, oh, diese Moderation. Oh. Hm. Alter, der kippt ja wirklich nach 2 Sekunden schon um, wenn er rennt. Ich meine, ich bin nicht unbedingt die Sportskanone. Ich werde jetzt nicht in Olympia gewinnen, aber ich bin trotzdem fitter als unser Kollege hier. So, bestimmt finden wir jetzt nicht so viel letztes Mal. Oh, wir finden sogar viel Besseres. Oh, 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 hier würde ich nichts gesagt haben. So, dann nehmen wir mal ganz kurz hier alles nochmal mit. Das kennen wir ja alles schon, haben wir ja alles schon gesehen. Aber die Scheiße gehört eben zum Spiel. Diese Kakerlake, dieser Speichel lecker. Denn es will ja, das haben wir schon mal herausgefunden, es will ja als hartes Spiel verstanden ist. Safe wusste. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ich bin so nah dran. Niemand kann mir diese Daten. So, halten. Meine. Der einzige Weg, wer auch immer den Safe als nächstes. Wie machen wir's? Shotgun? Oder nochmal probieren? Ich probiere einfach nochmal, oder? So, ich bin mit der Maus nicht ganz so zielsicher, komischerweise mit dem Gamepad, weil das Gamepad Auto-Aim hatte. So. Anzünden geht nicht. Boah, huiuiuiuiuiui. Was hat er denn dabei? Eine Granate, natürlich. So, bitte nicht noch einen. Es gibt ja ab und zu auch diese Fahrstuhlmission, wo so ein Fahrstuhl endlos nach oben fährt. Also jetzt nicht bei Evil Within, hoffe ich. Wo so ein Fahrstuhl endlos nach oben fährt und dann fallen von oben immer Gegner drauf. Und dann muss man die auf engstem Raum bekämpfen. Hasse ich. Ist auch wieder so eine Arena. Ich hoffe, das haben die hier nicht. Zum Glück war es jetzt nicht. Oh, Kontrollpunkt. Wir können wieder sterben. Ich freue mich. Juhu, sterben! So, Scherben. Sterben bringen Glück. Da ist wieder ein Rädchen. Da drüben baumelt wieder einer ab. So, hier haben wir wieder eine schöne Wand. Einmal nehmen gerade, einmal die Suppe nehmen. Na, was ist das denn? Die Suppe nehmen. Einmal die Suppe nehmen. Einmal die Bombe entschärfen. Vielleicht können wir uns ja... Nee, der baumelt noch. Das ist gut. Der hat uns, glaube ich, noch nicht gesehen, ne? Weil wir uns ja von hinten nähern. Kann der uns hier folgen? Oh, ich kann ja gar nicht zielen, fällt mir gerade auf. Und ich glaube, die können wir auch nicht erstechen von hinten, ne? Folgendes. Ich möchte hier nicht drüber gehen. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das Gefühl, dass wir dann sofort zerquetscht werden. Ich mag vielleicht ängstlich sein. Ach, der ist ja eh weg. Können wir die denn von hinten umbringen? Aua, lass das. Ich hab gesagt, lass das. So. Eine spritzige Party heute. Komm, wir feiern auf dem Boden weiter. So, das war nicht so gut. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen was eingefangen. Der hat uns mit seinen scharfen Fingernägeln... Was ist das für ein Seil? Viel zu viel Stärke drin. Okay, vielleicht haben wir den rüberlocken können. Das wäre natürlich auch eine Alternative. Das Problem ist nur...
Keine gute Idee, glaube ich. Sonst ja, hier nicht unbedingt. Das wäre gerade lustig geworden da oben. So, ein bisschen erholt haben wir uns wieder. Wir laufen hier die ganze Zeit mit dem Minimum an Gesundheit rum. Aber so kann ich da auch? Nee, das geht natürlich nicht. Hier muss ich mit der Leertaste immer schön... Hallo? So, das sieht aus, als würden wir gleich ein Schiff navigieren. What? Nein! Achso, doch! Zu langsam, zu langsam! Leertaste! Ich kann doch gar nicht so schnell die Leertaste drücken. Wie soll ich denn da so schnell die Leertaste drücken? Das ist mir gerade ein Rätsel. Rätselpupetzel. Muss eine Falle sein. Na, so ein Zufall. Probieren wir es doch mal anders. Kollege kommt lang gelatscht. Ah, jetzt aber. Gut, wir haben zwar immer noch ein paar Schüsse verbraucht, aber wir wissen immer, wie es geht. Auf dieses komische Querrad. So, hier ist dieses Mal nichts drin. Da haben wir nicht so viel Glück. Hier hat man Feuersuppe drin und jetzt kriegt man nichts. Ich bin stinkig. So, da nehmen wir halt eben diese karge Suppe an uns. 2700, damit gewinnst du auch keinen Blumenstrauß. Okay, dann machen wir hier mal den hier. Da gibt es noch eine Flasche mit lecker Alkoholika. Wenn... Das Blöde ist, also wir können die drei natürlich in die Falle locken. Ich kriege die natürlich nicht alle klein. Wir müssten die irgendwie in die Falle locken. Dazu müssten wir da drüben rüber und könnten das Ding umschießen. Das Problem ist nur, wenn wir hier erstmal angrabbeln, lässt der nicht wieder los. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie der wieder loslässt. Das hier ist immer Menü, ne? Das ist immer Menü. Leertaste benutzen. Wie kann ich denn abbrechen, eine Aktion? Vorsichtshalber. Ich muss das muss ich immer ganz kurz gucken. Tastatursteuerung, wie gesagt. Mit Tab kann ich da oben wechseln. Okay. Tastenzuweisung. Wie kann ich denn hier Sachen abbrechen? Geht das? C. Okay, mit C kann ich das hoffentlich abbrechen. So. Da kommen noch ein paar. Okay, ich nehme mir mal mit der Leertaste. Nimm und dir wird gegeben. Das ist der tollste Spruch, den ich jemals gehört habe. Boah, ich würde jetzt gerne Quicksave machen. Ich habe nämlich das Gefühl... Warte, ich... Sieht man gerade nicht. Ich mache mit dem Finger gerade so. Warte, warte. Eisbolzen. Mit R können wir den Bolzen wechseln. Naja, so richtig überzeugend ist das nicht. Das ist schon ein bisschen überzeugender. Da freue ich mich ein bisschen. So, dann nehmen wir mal wieder die normale Knarre. Die können wir mal nachladen. Haben wir einen Schuss mehr, immerhin. Hat der da noch irgendwas droppen lassen? Er hat Next gedroppt. Auch die anderen waren sehr... Warum schwingt denn das komische Kabel da so hin und her so motiviert? Das sieht aus wie so ein Pferdeschweif.
So, hier kriegen wir noch ein paar Patronen. Da freue ich mich sehr für die Shotgun. Ich weiß gar nicht, warum die die dabei hatten. Das war's. Da waren irgendwie 3, 4 Leute und wir kriegen nur Patronen für die Shotgun. Na, Glückwunsch. Und generell hätte man natürlich die Explosionen lassen können. Die Bombe, dann wären die einfach von alleine explodiert. Und hier kommen wir nicht rein selber. Ist ja fast ein bisschen deprimierend. Okay, wenn ich jetzt hier drücke... Ist da eine Axt? Hey, da ist eine Axt. Die nehme ich gerne. Wenn ich jetzt hier drücke... Mist, ich dachte, die Tür hinten geht nochmal auf, aber leider... Okay, dann haben wir diese Falle auch überwunden. Mal gucken, was als nächstes kommt. Es ist ja schon ein bisschen rätselhaft hier. Man muss doch ein bisschen strategogartisch vorgehen. So. Wiederholt, da kann ich Leertaste gar nicht drücken und schnell durch, bevor das Ding wieder zu... Nein! Schnell durch, bevor das Ding wieder zusaust. Ich dachte, es kommt von oben. Ich dachte, hier unten wäre so ein abgeschottetes Feld, dass da was von oben runter droppt. Aber da ist nur eine Leiter. Können wir die anschießen und die kommt dann runtergesaust? Was? Ach, der hat gerade die Axt. Okay, dann können wir das wohl nicht. Ja, hier sind überall. Alter, was ist denn das hier? Wer designt denn sowas? Ich würde gern gucken, ob ich vielleicht... Da oben komme ich nicht hin. Von hier aus vielleicht. Nicht. Ja, Schussvergeudung, das ist ganz toll. Die Frage ist, wenn wir jetzt hier runtergehen... Das Ding... Es lebt doch noch, da bewegt sich was. Vielleicht können wir hier ganz schnell rüberspringen, ohne dass... So. So, und nochmal das Ganze. Hey, Freund, wie geht's dir? Nein, jetzt hör auf zu verschnaufen, geh da rein! Oh, Alter. Alter, ich dachte, der verschnauft jetzt und... Gut, wir haben einen kleinen Geheimraum gefunden, wie es aussieht. Oh. Hey, und ein Schlüsselchen kriegen wir auch wieder. Und 1000 dies und noch eine Granate. Die wollte ich vorhin übrigens einsetzen statt dem Explosionspfeil. Aber ich hatte das Gefühl, die Granate wird bestimmt nicht so gut zielen. Und dann sprengen wir uns selber in die Luft. Und wir wissen ja alle, wie gut das mal ausgeht. Okay, hier kommen wir wieder durch. So, dann haben wir einen kleinen Geheimraum gefunden samt Schlüsselchen. Das ist doch auch schön. Und jetzt... Ah, und da unten gibt es auch noch ein bisschen Suppe. Ist ja wunderbar. So. 200 Suppe gibt's auch noch. Ein bisschen Blut tropft von oben, das sind wir ja gewohnt. Und wir schneiden uns jetzt hier was Schönes aus der Wand raus. Mmh, ein lecker Mosaik. So, hier nochmal. Und dann müsst ihr nochmal nachheben. So, jetzt habe ich das geklaut. Es rumpelt und die Wand öffnet sich. So, und das Erste, was wir natürlich machen, ist... Nachgeladen ist sie zum Glück schon. Dann nehmen wir uns zumindest die Muni mit. Hatten wir oben noch normale Muni? Nee, ne? Ich gehe trotzdem mal vorsichtshalber gucken, auch wenn der Weg umsonst ist. Aber lieber nochmal geguckt, als es gelassen. Jo. Aber ich glaube, hier war einfach gar nichts mehr. Hier war einfach nur der abgeschnittene Rückweg, der uns immer nur an den abgeschnittenen Rückweg erinnert. Und natürlich ein Kilo Hack im Tresor. Hack ist sehr wertvoll. Wer schon mal ein leckeres Mettbrötchen gegessen hat, liebe Veganer, kurz die Ohren zuhalten und lalalala sagen. Wer schon mal ein lecker Hack-Mettbrötchen, Hack-Mett-Mahmut-Brötchen gegessen hat mit Zwiebeln und Salz und Pfeffer, vielleicht auch mit ein paar Senfkörnern, der weiß, wie wertvoll
ein bisschen Hack sein kann. Vor allen Dingen, wenn es einem weggegessen wird und noch ganz wenig davon da ist. So, pass auf. Ich mach mal Folgendes. Ich gehe jetzt ganz kurz hier hinein. Bams. So, speichere mal wieder ein bisschen. So. Oh. Habe ich gerade das Beobachtungsauge gesehen? Wieso landen wir denn jetzt wieder hier? Da ist nichts drin. Reinkommen wir auch nicht. In die anderen Zellen kommen wir nie rein. Sie wurden erwartet. Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Ja, wenn ich ausquatschen könnte, sehe ich besser aus. Nicht so griesgrämig. Und wenn ich die Tür mal schnell öffnen könnte hier hinten, denn da wartet noch ein Schlüsselchen auf uns. Und ich hoffe immer, wir kriegen Suppe. Der ganze Rest interessiert mich hier gar nicht. Gesundheitsspritzen, der ganze Kappe ist scheißegal. Wir brauchen einfach nur die Suppe. Gib mir die Suppe. Und natürlich ein Explosionsfrei. Nee, zwei sogar. Und hier noch ein bisschen. Jo, das freut mich auch. Drei Schuss, wow. Und wir wollten ja chronologisch durchgehen, also nehmen wir hier Suppe, 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 Suppe. So, 7000, immerhin, da haben wir 11000. Hä, war da gerade was? Komisch. Haben wir 11000 Suppe wieder beisammen. Das ist nicht so viel und wir sparen jetzt einfach mal auf den Damage von der Shotgun. Ich glaube, wir können jetzt eh nichts mehr verbessern. Also theoretisch, es wäre natürlich schön. 11200, also was Weltbewegendes kriegen wir dafür nicht mehr. Ich würde gerne noch ein bisschen sparen, die nächsten Kapitel. Lebensanzeige, ja, 10000, aber auf 130, wir laufen eh mal mit unserem Minimum darum. Waffen, hier. Schadensmultiplikator, 28000, das ist das, was ich haben möchte, von 160% auf 200%. Das sind plus 40%, das möchte ich haben, kostet aber 28000, wir werden also sparen. Es hilft nichts. Und danach würde ich gerne die Harpunen verbessern, die normalen Bolzen, weil die machen dann Feuerschaden, bis wir die mal haben. Kostet wahrscheinlich eine Niere und das Erstgeborene, aber egal, da würde ich gerne hinkommen. Also nicht zur Niere und nicht zum Erstgeborenen, sondern einfach nur den Schaden zu machen. Und ich speichere natürlich erstmal wieder. Bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Evil Within und ja, ich habe eine kurze Aufnahmepause gemacht. Irgendwas riecht hier komisch, ich kann mir überhaupt nicht erklären, was das ist. Das sah gerade so bescheuert aus, es tut mir leid, ich musste anfangen. Ich habe gerade nochmal versucht, hier irgendwie rumzukräuchen und zu fleuchen, aber naja, es sah alles irgendwie komisch. Kratzt die sich am Arsch? Hat die sich gerade am Arsch gekratzt? Das ist eine wichtige Frage, die bestimmt zur Story beiträgt. So, apropos zur Story beitragen, ich laufe mal weiter ein bisschen. Ich weiß gar nicht. Ach ja, wir hatten ja dieses komische Ding da gelöst. Ich habe zwischendurch eine kleine Aufnahmepause gemacht. Man merkt das bestimmt. Fällt bestimmt überhaupt. Ja, natürlich, ja. 2 Meter laufen, sofort außer Puste. Ich frage mich ganz ehrlich, der Typ ist so untrainiert. So, Vergangenheitskronk. Vielen Dank. Übrigens, du Arschloch. Ich hasse dich von Herzen. Und haben wir das Ding schon eingesetzt eigentlich? Nein. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ich kack mir in den Frack. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Das Ding geht gleich wieder zu. Nicht? Wenn ich jetzt hier den Hebel betätige? Nein? Boah, ich muss ganz kurz, ich muss... Wieso? Ich kann den Hebel überhaupt nicht betätigen? Warum das denn nicht? Muss mir die Steuerung immer noch merken. Wie gesagt, ich habe alles bisher auf Gamepad gespielt und ist immer noch sehr ungewohnt. Na, das war doch klar. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, was jetzt hier oben los ist, aber ich sehe schon, was da los ist. Da ist die Freude gleich wieder riesengroß. Das ist ja ein Träumchen. Das ist ja ein richtiges Träumchen.